Und du hast gerade deinen Vortrag Fight Gravity hier gehalten auf dem 5. Kölner Alpinentag. Der Saal war proppenvoll, die Besucher fanden es klasse. Man konnte lesen, dass es eine Änderung gab des Vortrags, dass er angepasst wurde auf das Buch Fight Gravity. Was war denn jetzt anders an dem Vortrag als vor? Ja, Anlass war halt, der Anlass war dieses Buch Fight Gravity, diesen Vortrag. Aber wir wollten natürlich auch andere Themen reinbringen, nicht nur das Sportklettern. Ich referiere nicht gern nur über Sportklettern, weil das dann irgendwann mal trocken wird. Ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich auch das Reisen beim Klettern und vor allem diese Expeditionen, wo man das Sportklettern übertragt oder was das Ziel ist auf so hohe Wände. Und das wollten wir dann eben so verbinden und das Ganze auch noch im Rahmen des Buches Fight Gravity. Genau, zu Beginn des Vortrages hat man erst gesehen deine Anfänge des Kletterns in der fränkischen Schweiz und der Beginn des Rotpunktsgedanken, den du dann hinterher auf die großen Länder übertragen hast. Später ging es dann zu den Expeditionen. Unter anderem war Patagonien ein großes Thema. Ist das dein erklärtes Lieblingsziel? Ja, das ist das Gebiet, was meinem Kopf, mein Geist am nächsten kommt. Also das ist für mich so die Essenz des Bergsteigens. Abenteuer an ganz tollen Bergen, schöne Kletterlinien. Also das ist sehr, sehr ein sehr intensives Erlebnis immer in Patagonien. Und sowas macht natürlich auch irgendwie süchtig da. Was macht den besonderen Reiz aus? Ja, vor allem eine Erstbegehung zu machen von so einer Route. Wenn jede Seillänge Neuland ist und da ist immer so ein Überraschungseffekt dabei. Man sieht ja die Wand, 1400 Meter hoch, sieht man ja die ganzen Details von unten. Man kann sich auch nicht drüber abseilen, was da für Haltepunkte sind. Insofern ist jede Seillänge eine Überraschung. Und natürlich ist es dann auch eingebettet in diese wilde Gletscheratmosphäre und in diese extremen Wetterbedingungen. Du sprachst im Besonderen, dass der Fitzroy dir was bedeutet hat. Was war das für ein Erlebnis da auf dem Gipfel? Ja, weil der Fitzroy, das ist ein Berg, ein Gipfel, den ich mir richtig erkämpfen musste. Also ich hatte viel Pech mit schlechtem Wetter. Ich glaube, wir haben das insgesamt 7-mal probiert, da hochzukommen. Immer wurde das Ganze vom Sturm und vom schlechten Wetter, vom Schneefall verblasen. Und insgesamt hat man auch tolle Erlebnisse dabei, investiert auch viel Energie und viel Risiko dabei. Und wenn man so viel investiert hat, dann möchte man auch irgendwann mal hochkommen. Das ist wie so eine Art Gefängnis dann, aus dem man nur rauskommt, wenn man dann auf dem Gipfel war. Hast du auch gesagt, dass du mit dem Stefan Globatsch wieder nach Patagonien wolltest? Ist es aber irgendwie gescheitert? Nein. Ich fahre jetzt wieder nach Patagonien heuer im Januar, aber nicht mit dem Stefan Globatsch, sondern mit meinem ständigen Patagonien-Partner, eigentlich dem Bernd Arnold. Und was sind da die Pläne? Oh, es hängt von den Bedingungen ab in der Wand, hängt vom Wetter ab. Wir spekulieren natürlich wieder mit einer Neuroute, vielleicht am Fitzroy. Den Vortrag, den du heute gehalten hast, wird es den auch in Zukunft nochmal geben? Ja, den gibt es noch öfters. Also den habe ich jetzt noch nicht so oft gehalten. Den gibt es erst eigentlich seit, so wie er jetzt zusammengestellt ist, seit letztem Jahr. Hast du Termine im Kopf, wann du dann nochmal auftreten wirst? Der nächste Termin ist in Ingolstadt. Also nein, der nächste Termin ist in München. Am 25. Oktober. Wird man wahrscheinlich auch dann im Gasteig lesen können. Kann man auch lesen. Alles klar. Der DRV, Sektion München. Und jetzt heute geht es für dich noch weiter mit Autogrammstunden? Und ja. Unterhalten einfach mit Leuten. Also Autogrammstunden ist nicht so wichtig, weil da kommen immer Kletterer und Bergsteiger. Man unterhält sich ein bisschen und dann gibt man halt noch ein Autogramm, wenn es jemand will. Das ist ja eine Ehre, ein Autogramm geben zu dürfen. Dass da Interesse besteht, ja. Genau. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag hier auf dem Kölner Alpinentag und viel Freude und ja, das Gleiche. Alles Gute für die Zukunft. Wünsche ich euch natürlich auch. Ja. Danke sehr.